So, ich habe die Ehre, von TTV die Christine Wockab vorzustellen. Freut mich sehr. Ich habe eben deinen Vortrag auch erlebt und müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es hat mich sehr, sehr, sehr tief berührt. Das, was du erzählt hast, wie du es geschildert hast, also authentischer geht es nicht mehr. Erstmal dazu. Vielen Dank. Vielleicht magst du dich erstmal mit kurzen Worten vorstellen, damit die Zuschauer wissen, mit wem sie es denn hier zu tun haben. Ja, was soll ich sagen? Ich war 20 Jahre lang im Schuldienst als Studienrätin tätig für Biologie und Französisch. Nicht Englisch, wie man vom Namen her denken könnte. Und wollte eigentlich nie Lehrer werden, bin es dann aber irgendwie geworden aufgrund der Fächerkombination und war es dann 20 Jahre sehr engagiert. Und habe dann gemerkt irgendwann, dass es so einfach nicht weitergeht. Es kam dazu, dass wir einen hochbegabten Sohn haben, der durch sein So-Sein mich einfach gezwungen hat zu hinterfragen. Und dann stimmten meine Wertemaßstäbe stimmten nicht mehr. Okay. Und dadurch bin ich einfach auf den Weg gekommen. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das hat sich lange angebahnt, ich habe es bloß nicht verstanden. So wie ja oft im Leben Dinge geschehen, die wir noch gar nicht erkennen, die aber dann letztlich auf eine Sache hinführen. Und das fing so an mit dem Gefühl, dass ich zu gehen habe, so durch eine Krise ausgelöst, wie oft im Leben, 97, 98. Und dann wurde es immer klarer und wir sind dann 2001, mein Mann und ich, aus den festen Stellen ausgestiegen. Mein Mann im öffentlichen Dienst, weil seine Lehrerausbildung enger nicht anerkannt wurde. Und ich aus dem Beamtenverhältnis halt. Also du hast das, was du auch geschildert hast im Vortrag, wirklich dein Pädagogendasein oder dein ganzes Herz auch mit eingebracht. Und ich denke, das haben auch, es ging nicht nur um das Wissen, was du den Kindern vermittelt hast, sondern wirklich mit deinem ganzen, du warst mit deiner ganzen Seele auch dabei. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich ohne das verstanden zu haben, bereit war, den Kindern zu begegnen. Also wirklich eine Begegnung stattfinden zu lassen. Und Begegnung kann eigentlich nur an Grenzen stattfinden. Wenn ich keine klaren Grenzen habe, dann habe ich auch keine wirkliche Begegnung, keine Berührung. Und das heißt, es geht schon darum, auch klare Grenzen zu haben, also den eigenen Raum zu achten. Und dann kann man erst den Raum des anderen achten, weil erst an der Grenze die Begegnung, die Berührung stattfinden kann. Okay. Das heißt Begegnung, du nennst es ja auch Herzensbildung, Herzensbegegnung. Das habe ich nicht selbst so genannt, sondern die Titel sind mir, ich kriege die Bücher durch, was ich schon mir nie hätte vorstellen können, da ich eben durch die Biologie eine naturwissenschaftliche Ausbildung hatte und wirklich nur glaubte, was ich beweisen konnte. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass als ich die Schule verlassen habe, erstmal als Beurlaubung und dann als Kündigung, dass ich dann diesen spirituellen Weg in diese Richtung gehen würde. Es hat sich einfach 2 Monate nach dem Verlassen der Schule, war der Kanal da. Das heißt, der sowieso immer da war aber er war sofort präsent. Genau, und ich hatte schon vorher das Gefühl, ich habe zu gehen. Und die Kollegen haben gesagt, wieso gehst du denn? Bist du mit Begeisterung dabei? Und ich habe ihnen nicht klar machen können. Ich habe gesagt, nein, ich halte es immer weniger aus, das andere nicht tun zu können. Ich wusste aber gar nicht genau, was das sein würde. Ich habe nur gespürt, es ist was Neues und das geht nicht zusammen mit dem Alten. Nicht wissend, was dann wirklich passieren würde. Wobei ich dich schon sehe auch, dass das, also ich meine, in der Pädagogik ändert, es geht nicht anders, es muss sich einfach mehr und mehr ändern. Und dass du da einen großen Dienst auch durch deine Arbeit, die du auch jetzt tust, mehr involviert wirst. Also bin ich ganz überzeugt von. Es geht einfach nicht mehr anders. Ja. Und jetzt kannst du den Menschen ganz auf ganz andere Ebene begegnen. Also das, was du schon immer eigentlich in deinem So-Sein auch getan hast, wenn es dir auch nicht bewusst war. Und jetzt kannst du es ganz bewusst tun. Das heißt, in welcher Form begegnest du jetzt Menschen und was bietest du an? Ich glaube, mir ist einfach durch mein eigenes Leben immer mehr klar geworden, dass ich letztlich für alles in meinem Leben selbst verantwortlich bin. Also für mein Fühlen, Denken und Handeln. Und darum geht es eigentlich in den Büchern auch, die ich durchbekommen habe, dass wir immer mehr wirklich uns selber wahrnehmen und uns immer mehr auch lernen anzunehmen. Denn wir sehen ja gerne immer nur die sogenannten positiven Anteile in uns. Aber es geht ja darum, dass wir alles in uns annehmen. Wenn wir auch nur einen Teil ablehnen, lehnen wir im Grunde uns selber ab. Und das ist so eigentlich das Wichtigste an dieser Arbeit. Und in der Einzelarbeit und in den Seminaren geht es darum,
Ja, zu verstehen, dass wir ganz früh in der Kindheit Glaubenssätze über uns gefällt haben. Wir haben das heute in einigen Vorträgen gehört, gerade im letzten oder vorletzten, dass Kinder ja nicht, weil Eltern böswillig sind oder Lehrer, verletzt werden seelisch und dann aber niemals den Schluss ziehen, dass die Erwachsenen nicht in Ordnung sind, sondern wir ziehen all den Schluss, dass wir nicht in Ordnung sind als Kinder. Und dann schaffen wir eine enorme Anpassungsleistung und versuchen so erstmal das zu bekommen, was wir zum Überleben brauchen an Zuwendung. Aber im Grunde versuchen wir auch damit Liebe zu bekommen. Das hat aber nie funktioniert, bedingungslose Liebe zu bekommen. Das versuchen wir heute noch mit genau denselben Mustern, mit genau denselben Mechanismen. Und es geht darum, rauszufinden, was sind diese Glaubenssätze, die meinen Filter für die Welt darstellen und die mich immer wieder in dem behindern, was ich eigentlich machen möchte. Und das ist ja auf so tiefen, unbewussten Ebene, dass wir vom Verstand nicht drankommen. Und da hilft dann der Zugang zur geistigen Welt, sodass dann diese Glaubenssätze sozusagen benannt werden können, damit fühlbar werden. Und dann geht es auch noch in der Einzelarbeit und in der Gruppenarbeit darum, als Kanal kommen dann Töne durch, die genau die Frequenz der eingefrorenen Gefühle haben, sodass die Gefühle wieder fühlbar werden. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sie angenommen werden können, um sich dann auflösen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, der natürlich nur möglich ist, weil ich selbst durch sehr viele Tiefen gegangen bin, durch das Verlassen der sogenannten Sicherheit. Mhm. Bin ich durch sämtliche Schichten an Angst gekommen, ich bin durch die Schlammschichten gegangen. Und die Gefilde, die wir selbst ausgelotet haben, da können wir andere auch dann natürlich begleiten. Wobei es natürlich nicht eine Wunderlösung ist, es ist so, dass Erkennen und Auflösen ist eine Sache. Dann geht es darum, das Neue zu üben. Denn das, was wir sozusagen erfahren haben, hat ja bestimmte Verhaltensmuster bewirkt. Und damit haben wir Bahnungen im Gehirn. Das heißt, wir sind sozusagen ganz schnell auf der Autobahn bekannter Verhaltensweisen. Und das Erkennen und Auflösen der alten Glaubenssätze ist eins. Aber dann geht es 80% um die Übung, die Einübung der neuen Möglichkeiten, der neuen Wege. Und das braucht sehr viel Zeit, damit wir erstmal Trampelpfade sozusagen, neue Trampelpfade im Gehirn bilden und die dann immer wieder neu benutzt werden durch die wachsende Bewusstheit, sodass das dann eventuell irgendwann Autobahnen hoffentlich werden. Ah, schön, schön, dass du es ansprichst, weil es viele, die ich erlebt habe, viele Menschen, die erwarten teilweise dann auch Wunder geschehen. Und wenn man offen ist, geschehen immer wieder. Aber dass es einen großen Anteil auch ist, dass man drin bleibt, dass man übt, dass man kommt immer wieder mal in irgendwelche Wege und Pfade, die einem nicht so lieb sind, aber einfach dran zu bleiben. Und da unterstützt du den Menschen, dass sie da nicht aufgeben. Ja, und ich selbst bin mit einem extremen Leistungsanspruch groß geworden. Und das heißt, wenn man dann nicht gleich was verändern kann, neigt man dann dazu, sehr schnell ungnädig mit sich selbst zu sein. Aber es geht ja nicht darum, dass wir uns weiter kasteien, sondern es geht darum, dass wir anfangen, uns anzunehmen. Das heißt, uns liebevoll zu begegnen. Und das geht nicht, wenn wir ständig auf uns rumhacken. Also das ist eine Übung, die ich selbstständig noch weiter durchführe, mit der Hilfe der Dinge, die ich empfange, der Bücher und Botschaften, die eine große Hilfe sind. Aber das Üben bleibt mir deshalb nicht erspart. Okay, ja, schön. Und da habe ich halt meine ganz normalen Herausforderungen des alltäglichen Lebens, wie jeder andere auch. Das ist wichtig. Aber was man wirklich jetzt mit denen durchbekommen, ne? Ich weiß, wir kennen viele Menschen, die auch channeln. Und, du bekommst El Moria durch. Wie ist es dazu gekommen, von einer wirklich pädagogischen Schulrätin, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also sagen wir mal so, ich hätte sowas früher für den absoluten Blödsinn abgetan. Ja. Und nach dem Motto, naja, nicht ganz dicht im Kopf. Ich habe wirklich nur geglaubt, was ich beweisen konnte. Aber ich habe im Grunde das immer schon in mir gehabt. Ich habe immer schon Menschen erspürt. Ich habe nie Gebäude gesehen. Ich habe nie Technik gesehen. Ich habe immer nur Menschen gesehen und ihre Befindlichkeit gespürt. Das ist eine meiner Begabungen. Also ich erfühle den Menschen. Und in der Einzelsitzung ist es so, dass ich das, was energetisch im anderen passiert, im eigenen Körper wahrnehme. Also ich spüre genau, wo sitzen die Knoten, wo sitzen die Energien und so weiter. Das habe ich eigentlich immer schon gehabt. Nur durch die Ausbildung und den Versuch, diesen Normen zu entsprechen, diesen Erwartungen zu entsprechen, habe ich das völlig unterdrückt. Ja? Das hat ja nicht gezählt. Das war ja nichts, mit dem man irgendwie punkten konnte. Und durch das Verlassen des Systems ist ein Raum einfach geöffnet worden, in dem das dann möglich wurde. Das ist dann einfach mit einer Freundin geschehen. Und ich dachte, jetzt ist das noch alles dicht? Und dann habe ich erst mal 3 Jahre lang als Sprechchannel gearbeitet, bis ich dann durch meinen eigentlich Channel-kritischen Mann aus Versehen zum Schreiben gebracht wurde, der dann mal einfach sagte, geh da in meinen Garten und schreib was auf. Hallo Peter. Charles. Charles. Und
Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und als dann wirklich sich dieser Name El Moria kam, dachte ich, jetzt bist du endgültig reif für die Klapsmühle. Das hast du dir alles eventuell nur eingebildet. Und dafür hast du deine Beamtenstelle aufgegeben. Und dann, ich habe aber immer mehr einen Namen gewünscht. Und dann kam, als ich es annehmen konnte, kam dann, du wolltest doch immer einen Namen. Und was macht den Unterschied? Fließen die Worte nicht genauso wie vorher? Und dann habe ich nie wieder gefragt. Denn es geht nicht um den Namen, es geht um das, was kommt. Und da hat mein Mann mir mal die Geschichte erzählt, vielleicht kannst du es selber machen, mit Homer. Naja, es geht darum, dass zwei Gelehrte sich streiten über einen Text, ob der von Homer geschrieben worden sein soll oder nicht. Und schließlich einigen sie sich, naja, wenn es nicht der Homer war, dann war es eben ein anderer, der Homer hieß. Ja, das ist, ja, sagt alles. Ja. Ja. Und das ist also das, ist das womit mein Mann mich immer gestützt hat. Also er hat diesem Channeln berechtigterweise sehr kritisch gegenübergestanden, aber immer sozusagen den Inhalt gewürdigt und damit mich zwar mit Kritik sozusagen gestärkt, aber gleichzeitig, wenn ich am Zweifeln war, wieder dann gestützt. Und er, das ist das, was er in seinem eigenen Buch schreibt, es geht nicht darum, wer etwas sagt, ob der einen großen Namen hat, sondern darum, was er zu sagen hat. Und da geht es darum, nicht nach dem, was wir kennen, zu urteilen, oder schon gar nicht zu urteilen, sondern das zu erfühlen, stimmt, fühlt es sich für mich stimmig an oder nicht? Und da muss es nicht der Bundeskanzler sein oder ein Professor, sondern es geht darum, ist jemand wahrhaftig aus dem Herzen? Ja, hat er wirklich aus dem Herzen was zu sagen? Berührt es mich? Fühlt es sich für mich wahr an? Meine Erfahrung ist auch, wenn es einen wirklich tief berührt, dann ist es das, was auch, wirklich auf tiefster Zellebene auch ankommt und was sich dann auch speichert. Und ansonsten, okay, wir lesen, wir hören und ja, aber das ist dann so schnell auch wieder weg. Ja. Ja, aber was uns berührt, das bleibt sozusagen tief drinnen. Und es ist jetzt angekündigt worden, es ist ein zweites Lehrerbuch entstanden. Und zwar parallel hat eine Lehrerin an einer internationalen Schule, die mit ganz neuen Methoden hat diese Lehrerin gearbeitet, die hat das morgens erfahren. Ich habe es zeitgleich als Kapitel empfangen. Und immer wenn ich ihr das vorgelesen habe, sagte sie, das habe ich genau heute erlebt. Und da geht es um diese neuen Methoden für die neuen Kinder. Und da ist das Zentrale, die Authentizität und die Eigenverantwortung. Zu gucken, was spiegelt mir dieses Kind? Was zeigt mir dieses Kind? Welche Anteile kann ich in dem Kind sehen, die ich noch nicht integriert habe, die ich nicht angenommen habe? Und da wird dann auch im nächsten Jahr es wahrscheinlich eine Schulungsreihe Herzensbildung geben. Ich lasse mich noch überraschen, was mir angekündigt wird, wo ich auch vorher nie weiß, was dann genau passieren wird und was an Inhalten da ist. Ich weiß nur, dass wenn Leute von den Seminaren kommen, ist ganz tief etwas passiert. Weil über die Töne wirklich Ebenen erreicht werden, wo der Verstand nicht dazwischen funken kann. Die Schutzmechanismen greifen da nicht, sondern die Töne wirken auf den Ebenen, auf denen sie wirken sollen. Und dennoch immer sanft und liebevoll. Da gibt es dann auch nichts mehr zu verstehen. Und also gerade mit Kunst, es geht so ja, tief, ja. Auch unsere Erfahrung. Das Herz versteht schon. Und ja. Das ist das Entscheidende. Ja, absolut. Was versprichst du für Menschen an, für deine Seminare? Das sind meistens im Moment Menschen, die sich auf den Weg begeben haben, aber noch einen Schubs brauchen oder so ein Stück mehr Mut brauchen, also so eine Bestätigung im Grunde genommen brauchen, dass sie wieder ihrer Herzensstimme, deswegen Herzensbildung, ihrer Intuition wieder vertrauen. Denn wir handeln alle letztlich aus der Intuition, nur wir sind trainiert worden, ihr nicht mehr zu vertrauen. Aber wir haben als Kind zum Beispiel diese Anpassungsleistungen aus der Intuition heraus getan. Wir haben gefühlt, was brauchen unsere Eltern, dass sie uns das geben können, was wir brauchen. Und haben intuitiv das Richtige entschieden. Und es braucht wieder die Ermutigung, die Bestätigung, dass wir letztlich nicht vornehmlich Verstandesmenschen sind. Wie ich in dem einen Text gelesen habe, der Verstand ist ein wichtiges Werkzeug, aber nicht der Meister. Sondern der Meister ist das Herz oder die Liebe. Also ich würde mir wünschen, dass wirklich viele, viele, viele Pädagogen dich finden, euch finden. Und dann die Kinder aus dieser Sichtweise unterrichten, dass das immer mehr offen wird und die Zeit ist reif, es geht nicht mehr anders. Also ich habe die Erfahrung gemacht, meist mit sogenannten aufmüpfigen und schwierigen Kindern, dass wenn ich mir einen Augenblick Zeit genommen habe, sie wirklich wahrzunehmen und ihnen wirklich zu begegnen, dass sie sich gesehen gefühlt haben,
dann gab es kein Problem mehr. Ich kann natürlich nur für die älteren Schüler sprechen, weil ich am Gymnasium von der 7. bis 13. Klasse unterrichtet habe. Aber wann immer ich sie wirklich ernst genommen habe, mich auf sie eingelassen habe und der Begegnung Raum gegeben habe und die sich gesehen gefühlt haben, dann gab es irgendwie einen anderen Weg. Wobei ich damals sehr auch vom Leistungsdenken geprägt war und ich denke dann auch teilweise recht hart war. Ich würde heute anders damit umgehen. Aber dazu brauchst du natürlich den eigenen Erfahrungsweg. Also es gibt nichts Schöneres, auch aus eigener Erfahrung gesehen zu werden für das, was man ist. Nicht für das, was man geleistet hat, was man irgendwo vorzuweisen hat, sondern wirklich einmal richtig authentisch gesehen zu werden und, ja, und dafür Heilung. Anerkannt. Das ist Heilung. Das ist Heilung, genau. Ja, ganz auf jeden Fall. Und ich habe jetzt den Vorteil, dass ich eben 20 Jahre im System unterrichtet habe. Von daher weiß ich, sag's mal, wie der Laden läuft. Was für Zwänge auch im System sind, wie viel unsinnigen Mistlehrer machen müssen, wo sie ihre Zeit verbringen mit nicht wichtigen pädagogischen Sachen. Und ich weiß auch, wie viel Ängste auf Elternseite sind. Ich bin selbst Mutter eines nicht ins System passenden Kindes. Also ich habe die Erfahrung als Lehrerin, als Mutter und diesen spirituellen Anteil, das jetzt langsam ein Ganzes wird, sodass ich wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln auch Dinge betrachten kann und es damit ganzheitlicher ist. Es ist ein abgeschmacktes Wort, aber es ist, ich sozusagen als Ganzes sehen kann. Und nichts geschieht ja umsonst, auch ja. Deine 20-jährige Diensttätigkeit, ist ja nicht jetzt alles okay, das war alles Mist, im Gegenteil, nein, nein. Ne? Das hat dich ja dazu gemacht, wo du jetzt bist. Das heißt, du hast auch viel damit, dadurch, dass du die Sachen erlebt hast, kannst du jetzt den Leuten das vermitteln. Wissen ist das eine, aber so wie wir es auch in unseren Seminaren früher, das heißt, das angeborene Wissen mit dem angelernten Wissen, ja. Das zu verknüpfen, ich denke, das ist das Wesentliche. Das ist noch ein Punkt, was ich immer wieder sehe, es wird ja viel auf Lehrern rumgehackt. Ja. Ich finde häufig zu Unrecht. Ich kann zwar Eltern verstehen, die sehen, dass ihre Kinder sich nicht wohlfühlen, dass die leiden. Und dennoch wird dann sehr schnell auf den Lehrern rumgehackt. Die meisten Menschen meinen, Lehrer verstehen und beurteilen zu können, weil sie Schüler waren. Aber sie können nur die Schülervariante beurteilen. Sie können nicht die Lehrervariante beurteilen. Und ich weiß von, was ich vorhin gesagt habe, von vielen Kollegen, die haben so engagiert angefangen, aber die Stundenbelastung ist so enorm mit den großen Klassen, mit den endlosen Korrekturen, dass sie oft einfach nicht mehr können, kräftemäßig. Und wenn ich kaputt bin, dann kann ich mich ja gar nicht mehr um mich selber kümmern, geschweige denn den anderen wirklich wahrnehmen. Und deswegen möchte ich davor warnen, dass dann auf den Pädagogen rumgehackt werden, die selber am System leiden, denn damit nimmt man ihnen noch mehr Kraft. Was heute auch mehrmals gesagt wurde, es ist ganz wichtig, mit einem, mit einem offenen Herzen, aus dem Herzen auch den Pädagogen zu begegnen und ihnen erst einmal den Vorschuss zu geben, dass auch sie sich bemühen innerhalb eines nicht leichten Systems. Und da ist mein Vorteil, dass ich eben dieses System von ihnen kenne. Ich kann gut Lehrer verstehen, die allergisch reagieren, wenn jemand, der das System nicht von ihnen als Lehrer kennt, meint, er müsse kritisieren, dass die auf die Barrikaden gehen, kann ich sowas von gut verstehen. Denn das ist manchmal ein Schlag ins Gesicht, wenn die sich bemühen und bemühen und bemühen und von fast niemandem anerkannt werden. Das trägt auch zum Burnout bei. Ja. Gerade auch für die Lehrer wünsche ich es mir von ganzem Herzen, für die Lehrer, für die Eltern, für die Kinder sowieso, dass sie sich wieder fühlen dürfen, dass sie wieder, wenn jeder sich anfängt, wieder wirklich richtig wahrzunehmen und zu fühlen, mit allen Gefühlen, nicht nur positiv und alle Gefühle da sein dürfen, ich denke dann... Dann kann ich auch wieder Mitgefühl haben. Ja. Wenn ich mich selber nicht fühle, kann ich auch den anderen nicht fühlen. Ja. Und wenn ich mich selber fühlen kann, mit mir selbst fühlen kann, kann ich auch mit anderen fühlen. Und dann gibt es ein anderes Verständnis für den anderen. Ja. Das muss ich gar nicht hier oben haben, sondern das ist einfach über das Fühlen, ist das Verständnis dann einfach da. Und so wie ich das verstanden habe, so ist es wirklich in den Einzelsitzungen und auch in den Seminaren, dass es darum geht, wirklich sich zu fühlen, auf einer anderen Ebene zu begegnen. Ja. Ja, genau. Also nicht die Dinge zu verstehen, das ist auch ein Anteil, aber das Wesentliche ist wirklich dieses, auch den Mut zu haben, sich wieder auf tiefere Ebenen einzulassen. Das sind manchmal auch unbequeme Ebenen, aber solange wir diese alten Verletzungen und die schmerzhaften Gefühle unterdrücken, kostet uns das ja unglaublich viel Lebenskraft, die wir wieder zur Verfügung haben,
wenn wir diese Teile sozusagen befreien, indem wir sie durchfühlen. Das heißt nicht, dass wir ewig daran rumfühlen müssen, sondern wenn wir wirklich mal den Mut aufbringen, das zu fühlen und es mal wirklich zuzulassen und damit anzunehmen, dann kann die darin gebundene Kraft befreit werden, die uns dann zur Verfügung steht. Absolut, ja. Oh, fühlt sich gut an. Und ein großer Anteil und Schatz von dir ist wirklich Charles, der dich dann hinter dir, neben dir steht und dich in vollster Weise unterstützt. Ja, und letztlich dieselben Ideale in sich trägt, nur auf seine ganz persönliche Weise zum Ausdruck bringt. So wie jeder seinen persönlichen Ausdruck hat. Und ich denke, ohne Charles hätte ich nicht den Mut gehabt, aus dem System zu springen, hätte nicht den Mut gehabt, mich vor so viele Leute zu stellen. Er war immer meine Herausforderung und ist es noch und meine Stütze. Aber die Herausforderung hat mich gestärkt. Also das zeigt auch, dass es wirklich deine Arbeit und eure Arbeit, dass es wirklich auf Beziehungsebene, auf allen Beziehungsebenen funktioniert. Ne? Also Eltern, Kind, Lehrer, Kinder, wirklich zwischenmenschlich, also in allen Bereichen. Ne? Also ich meine, wenn es zwischen euch nicht, dann ja. Dann, ja, also, wir haben das gute Übungsfeld miteinander. Wollte gerade sagen, ja. Und mit unserem Sohn, der wirklich viel dazu beigetragen hat. Der ist inzwischen wie alt? Der ist 20. Und das ist, ich habe oft, als er klein war, gedacht, wer ist hier eigentlich der Lehrer? Ich bestimmt nicht. Mhm. Weil er einfach durch sein So-Sein mich gezwungen hat zu hinterfragen. Darf ich Charles kurz fragen? Ja, gerne. Genau, was hat euer Sohn, was hat er mit dir durch sein So-Sein oder sein Anderssein mit dir bewirkt? Ja, da bräuchten wir wahrscheinlich noch 2 Stunden. Aber um es ganz kurz zu fassen, der hat durch sein So-Sein, sein Dasein, verschiedene Aspekte meines Weltbilds grundlegend geändert. Teilweise schlagartig, teilweise über die 20 Jahre, vor allen Dingen angefangen mit der Geburt, das war schon eine Riesenschwelle. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er nicht gekommen wäre, dass ich auch in meinem alten, lieben, staubigen Amt sitzen würde und auf die Pension hinsteuern würde. Jetzt bist du da, wo du jetzt bist. Und zwar gibst du auch, also hast zum Beispiel auch ein wundervolles Buch, wenn ich das sagen darf, wo es darum wieder geht, die eigenen Potenziale zu entwickeln. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Das war auch eine Überraschung, die sicherlich nicht gekommen wäre, wenn ich nicht eben aus diesem alten Leben ausgestiegen wäre, was wiederum wahrscheinlich nur möglich war, aufgrund unseres gemeinsamen Kindes, neben vielen anderen Einflüssen natürlich. Also einmal ausgestiegen aus dem Alltag, da wurde mir erst klar, dass ich viele Gedanken in mir trage, zum Bildungssystem zum Beispiel, und dass mir über die verschiedensten Kanäle klar geworden ist, dass da sehr viel im Argen liegt. Ich habe das irgendwo im Hinterkopf gespeichert gehabt, seitdem ich selber Lehrer gewesen bin in den 80er Jahren. Aber das war für mich einfach altes Wissen, nicht zu beachten. Bis dieser Bruch kam und dann meldete sich dieses Buch, noch nicht geschrieben, ich möchte geschrieben werden. Und was sollte ich da machen? Es hat mich brav sein. Hat mich regelrecht überfallen und ich war völlig unerfahren in dem Schreiben solcher Bücher. Die ersten Entwürfe waren auch nicht besonders druckfertig. Wir hatten aber das Glück, sozusagen, dass wir auf die Idee gekommen sind, das Ganze nicht auf Englisch zu veröffentlichen, wie ich es ursprünglich geschrieben habe, sondern auf Deutsch, weil dort irgendwie der Bedarf am größten zu sein schien. Und da muss ich meiner Frau Riesenlob
aussprechen. Sie hat, ohne zu wissen, was sie da für eine Aufgabe übernommen hatte, hat sie angefangen, das meiste ins Deutsche zu übersetzen. Und das war ein hartes Stück Arbeit, aus verschiedenen Gründen. Aber daraus ist auch ein Buch geworden, hinter dem ich jetzt stehen kann. Ich würde es heute anders schreiben, klar. Aber was ich selber fast verblüffend finde, ist, dass in den dazwischenliegenden Jahren, also rausgekommen ist das Buch 2005, habe ich mich sehr viel weiterentwickelt und ich habe sehr viele interessante Erkenntnisse hinzugewonnen. Kleiner Werbespot, insbesondere in Sachen demokratischen Schulen. Und wir sind dabei, eine demokratische Schule in München zu gründen. Und zu meiner Überraschung, auch wenn ich nachträglich in diesem Buch rumblättere, darf ich feststellen, dass da nichts drin steht, womit ich nicht heute noch einverstanden bin. Und dadurch, dass das praktisch so ein intuitiver Akt war, finde ich, das ist ziemlich bemerkenswert. Finde ich auch. Kann sich auch selbst. Ja. Genau. Es ist schön, so zwischen euch, so dieses, sie ist auch diese Wertschätzung hin und her und jeder achtet den anderen und schätzt ihn ohne. Ja, findest du. Du müsstest es manchmal zu Hause erleben, dann sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Aber gehört auch dazu. Natürlich, wenn Kamera läuft, dann ist alles. Also wir üben zu Hause und in der Öffentlichkeit können wir dann das Ergebnis präsentieren. Ja, ja, genau. Das gehört auch dazu. Ohne dem, ja. Dann ist das Leben doch ziemlich lau und trist. Ja. Noch ein Wort zu den Liedern. Gerne, ja, gerne. Zu den Liedern. Du hast ja vorhin gemeint, ich hätte das Lied auch sehr berührt. Ja, sehr. Dass die Stimme dich sehr erreicht hat. Es ist so, dass ich habe ja vorhin erzählt, dass ich als 10-Jährige nicht in den Schulchor durfte, weil die Stimme angeblich nicht reichte. Mhm. Und ich dann jahrelang gemeint habe, ich könnte eh nicht singen. Mhm. Und dann sind Lieder einfach gekommen. Ich konnte es nicht verhindern sozusagen. Und dann hieß es, mach eine CD. Und ich doch nicht. Und dann hat es sich so gefügt, dass es einfach sein musste. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich den Mut hatte oder mich habe schubsen lassen, weil ich immer wieder merke, dass die Lieder nochmal über einen anderen Kanal den Zugang zu den Menschen finden. Es sind im Grunde ähnliche oder dieselben Inhalte, die aber über die Melodie, über die Musik nochmal die Menschen anders erreichen. Und den einen erreiche ich über, ich sag mal, schlaue Worte, den anderen über die Texte, die ja eine hohe Schwingung transportieren und andere dann über die Musik. Und eine Freundin von mir hört das jeden Tag seit 3 Jahren und kriegt es nicht über und sagt immer, es sei ihr persönlicher täglicher Workshop. Wow. Ja, es ist wie so ein Mantra, dass man da mitsingen kann. Die sind ja auch sehr leicht und fließend. Ja, so wie, ja. Es ist einfach sehr einfach strukturiert. Und sie kommen einfach und sind dann einfach da. Sollte es in jeder Schule auch geben. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Ich habe so das Gefühl, es gibt immer 2 Reaktionen. Entweder Leute sind hin und weg oder sie sind völlig dagegen. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach eine Herzensschwingung ist. Und wenn da noch eine große Verletzung ist und sehr viel Schutz ist, dann wird genau die Angst vor diesem Schmerz aktiviert und dann geht der alte Schutzmechanismus los. Und ich habe sehr viel Verständnis dafür. Also es hat keinen Sinn, die Dinge zu zwingen. Sie sind dann dran, wenn sie dran sind, wenn wir so weit sind, wenn der Zeitpunkt reif ist sozusagen oder wir reif sind. Es geht nicht anders. Deswegen geht es auch, das ist dasselbe, was für Schulsystem oder für die Kinder gilt. Alles hat seine Zeit. Ja. Und dann gibt es ein Zeitfenster, wo es dann leicht geht. Und es hat keinen Sinn, irgendwas zu zwingen. Ja. Mit Druck irgendwas forcieren zu wollen. Das zeigen uns die Kinder ja tagtäglich. Ja, zwingen uns also das immer wieder zu sehen und zu akzeptieren. Also mein Sohn oder unser Sohn ist für mich immer noch ein Korrektiv, der mir indirekt zeigt, ob ich mit mir verbunden bin oder ob ich nicht mit mir verbunden bin. Wenn ich in die Küche komme zum Beispiel und bin nicht mit mir verbunden, kriege ich irgendwann eine ironische Bemerkung. Wenn ich es dann nicht schnalle, kriege ich einen Schuss vor dem Bug. Wenn ich dann merke, ich bin nicht bei mir, gibt es überhaupt kein Problem. Das sind diese neuen Kinder, die einfach so ein feines Gespür haben und uns als Spiegel immer wieder dienlich sind, wenn wir es auch nicht immer gleich kapieren und toll finden. Absolut. Wow, vielen, vielen Dank. Also berührt mich sehr. Dankeschön. Ist noch, denn noch was wichtig für die Arbeit jetzt so, dass die... Im Moment fällt mir nichts weiter ein. Gerne. Mhm.
Wie gesagt, wird im Internet ja eine eigene Seite zu sehen sein, dann kann man auch schriftlich dann noch... Ach, doch noch was zur Seite. Ich habe ja einige Texte gelesen. Ich habe jetzt seit März eine neue Internetseite und da kann man ein Juwel des Monats finden, also einen Text. Ich spüre dann, was ist die Zeitqualität, was entspricht der Zeitqualität. Den kann man lesen, sich kostenlos downloaden und man kann ihn anhören und als MP3-Datei herunterladen. Und ich habe angefangen, die Meditationen, die ich gebe, die immer eine Stunde etwa dauern, als Text reinzustellen ins Internet und als MP3-Datei. Da kann man auch einen Einblick bekommen, wie die Töne wirken. Wow. Also ich das kann man sich auch kostenlos runterladen und kann das also auf CD sich brennen und kann es dann kann damit arbeiten. Also ich gehe jetzt sogar noch ein Stück weiter. Also das habe ich vorher schon gespürt. Als Vision, wir haben ja vorhin gelernt, wir dürfen Fantasie haben. Und, ich sehe schon, dass wir regelmäßige Sendungen mit dir, mit euch, die auch kostenfrei sind für alle Zuschauer, für Kinder, für Erwachsene, regelmäßig, also sei es mit Geschichten, sei es mit Channelings, mit einfach über verschiedene Themen. Also das würde ich mir von Herzen gerne wünschen. Das ist mein Wunsch seit 3 Jahren, dass ich, also ich habe überlegt, schon einen Radiosender anzusprechen, sowas wie Gedanken für den Tag, morgens einen Text kurz lesen, ein ganz bisschen Musik dazu, dass man wieder erinnert wird an die wesentlichen Dinge. Absolut, ja. Das wir ist sind das. Da, das Fernsehen da. Okay. Das ist tagtäglich die Möglichkeit oder so oft ihr wollt und also das wäre, wow. Gut. Also, ja, gut. Okay, gebongt. Okay, danke schön und alles Liebe euch. Danke gleich. Danke, Charles. Gern geschehen. Danke auch.